Ich investiere deutlich mehr in China als der gewöhnliche Investor mit einer 70-30-Weltportfolio-Strategie und gehe damit mehr Risiken ein. Zahlen sich diese Risiken aber aus oder ja, tun sie es nicht? Das wollen wir mal heute ganz genau nachrechnen und schauen, welche ETF-Strategie eigentlich am besten in der Vergangenheit funktioniert hat. Und damit herzlich willkommen bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, erstmal zum Anfang von diesem Video muss ich natürlich sagen, ganz kurz erklären, was die 70-30-Weltstrategie ist und was auch die ETF dahinter sind. Ich glaube, die meisten kennen das schon. Wer MSCI World und Emerging Markets kennt, kann einfach ganz einfach mit der Zeitleiste hier unten dieses Kapitel überspringen. Ich mache es auch ganz kurz und knapp. Und ja, damit würde ich sagen, legen wir direkt los. Also wir haben hier das 70-30-Weltportfolio. Das sind zwei ETFs, mit denen man die ganze Welt abdecken kann. Das ist ein einfaches, günstiges, transparentes Produkt, was sehr gut funktioniert und ja, eben Industrie- und Schwellenländer abdeckt. Und der MSCI World, das ist eben der größere Teil, der hier 70% darstellt. Hier sind vor allem die USA dominant mit 67% Anteil an diesem ETF. Dabei werden die Aktien und dementsprechend dann auch die Länder, die sie repräsentieren, nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, je mehr ein Unternehmen an der Börse wert ist, desto mehr nimmt es auch ja einen Anteil ein von diesem ETF. Und dementsprechend sehen dann auch die Top 10 Firmen aus. Die kennen wir alle. Das sind somit die größten Unternehmen der Welt und die sind hier auch am größten mit vertreten. Ein regelmäßiges Rebalancing sorgt dann auch dafür, dass man sich um dieses Investment nicht kümmern muss, das automatisch gekauft und verkauft wird, je nach Marktkapitalisierung, und man so ja ein sehr einfaches, passives Investment hat. Und das vor allem in große und mittelgroße Unternehmen. Also kleine Unternehmen sind hier nicht abgedeckt. Der MSCI Emerging Markets ist das gleiche Spiel, aber eben nicht für Industrieländer, sondern für ja, Schwellenländer. Und China, Indien und Taiwan, das sind hier die größten Positionen. Dementsprechend sehen auch wieder hier die Top 10 aus. Also das sind auch Unternehmen, die man kennt, wenn man sich mit Schwellenländern etwas beschäftigt. Für manche sind sie vielleicht noch nicht so bekannt. Aber hier hat man auch das gleiche Prinzip, dass man große und mittelgroße Unternehmen ausschließlich drin hat, keine kleinen Unternehmen. Und hier geschieht ebenfalls ein Rebalancing nach Marktkapitalisierung regelmäßig. Und ich meine eben, hier liegt vor allem die Zukunft und nicht im MSCI World. Das ist aber nur meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung, wie immer, auch in diesem gesamten Video hier. Und darauf basiert dann eben auch die 70-30-Weltstrategie. Die deckt dann auch 85% der weltweiten Marktkapitalisierung an der Börse ab, also richtig, richtig viel. Sie ist sehr breit diversifiziert und man nimmt eben Schwankungen aus dem Portfolio raus, indem man hier die Schwellenländer und die Industrieländer miteinander kombiniert. Der große Nachteil an der 70-30-Weltstrategie ist natürlich, dass die Gewichtung hier nach Marktkapitalisierung geschieht und nicht nach Wirtschaftskraft vom gesamten Land. Das heißt, nur die Unternehmen, die an der Börse sind, zählen und eben nicht die gesamte Wirtschaft von den Ländern. Damit werden dann tendenziell die Schwellenländer stark benachteiligt. Wenn man nach der Wirtschaftskraft alleine investieren würde, müsste man 60-40 investieren. Und ja, der große Nachteil an dieser Strategie ist auch, dass sich dieser Nachteil noch weiter verfestigen wird und dieser Nachteil noch größer werden wird in Zukunft. Denn China wächst einfach deutlich schneller als die USA zum Beispiel und dementsprechend wird dieses Ungleichgewicht nur noch stärker und man stellt sozusagen die Schwellenländer immer ja, schlechter dar, ehrlicherweise. Und wenn man langfristig diese Strategie fährt, könnte man hier bei den Schwellenländern viel verpassen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Die starke Dominanz der USA ist gut, was eben die Rendite anging beim MSCI World in den vergangenen Jahrzehnten. Ich glaube aber, das muss nicht unbedingt mehr in Zukunft so gelten. Und dementsprechend sehe ich das Ganze nicht als große Chance, dass die USA hier so stark vertreten sind, sondern eher als großes Risiko, ehrlicherweise. Genau, und dementsprechend investiere ich dann in der 50-50-Strategie, die ich mir vor ein paar Jahren überlegt habe. Hier investiere ich 50% in den MSCI World und 50% in den MSCI Emerging Markets. Das heißt, ich übergewichte die Schwellenländer und in den letzten Jahren ja, war das nicht besonders renditereich. Also vor allem im Vergleich zum MSCI World hat der Emerging Markets schlechter abgeschnitten. Aber schauen wir mal ein bisschen weiter zurück als die letzten 2-3 Jahre und gucken uns einfach an, ja, wie das über die letzten 20-30 Jahre zum Beispiel gelaufen ist. Und rechnen wir das Ganze jetzt mal nach und zwar nicht im Einmalinvestment, sondern wie man es ja normalerweise machen würde, im Sparplan. Dazu habe ich auch hier eine Website aufgerufen, Portfolio Visualizer heißt die.
Und hier kann man einfach mal ein paar Kriterien eingeben, wann man anfängt und wann man hier endet bei der Berechnung. Hier steht jetzt 1973. So weit zurück wird es leider nicht gehen, da Emerging Markets Daten nur ab 1994 verfügbar sind. Aber ich sage hier einfach mal, wir fangen mit einem Dollar Investment an und machen dann jeden Monat hier dieselbe Summe, die wir investieren, sagen wir einfach mal 1000 Dollar. Die passen wir auch nach der Inflation an. Also wir investieren nach Inflation angepasst jeden Monat hier die 1000 Dollar, hier monatlich. Und ein Rebalancing gibt es dann jährlich. Und hier haben wir jetzt zwei Strategien erstmal, die ich aufsetze. 70-30 Welt und dann 50-50 Welt. Und danach werden wir uns mal US-Wachstumswerte angucken, jetzt aber noch nicht. Genau, hier habe ich dann die entsprechenden Parameter auch eingegeben. Und wenn wir dann hier auf Analyze Portfolios klicken, dann sehen wir auch ganz schön, dass wir hier unsere Übersicht haben, wie jetzt genau bei den verschiedenen Portfolios investiert wird, also 70-30 Welt, genauso wie man es erwartet. USA machen eben den größten Teil aus, danach kommen dann die Emerging Markets und dann kommen weitere internationale Märkte ohne USA. Hier bei 50-50 haben wir das gleiche Prinzip und hier kommt jetzt der interessante Teil. Wir haben hier eine Combined Annual Growth Rate und zwar seit dem Jahr, schauen wir mal nach, hier 1994 auf einer logarithmischen Skala, jetzt auf einer ganz normalen. Und da sehen wir hier, okay, wir haben bei der 70-30 Weltportfolio-Strategie und bei 50-50 fast das gleiche Wachstum tatsächlich gehabt. Hier haben wir etwas weniger. Und die Standardabweichung, das heißt die Schwankung, ist etwas stärker beim 50-50 Weltportfolio. Und auch der maximale Verlust in einem Jahr ist ebenfalls stärker als beim 70-30 Weltportfolio. Das heißt, die Rendite war gar nicht besser beim 50-50 Weltportfolio im Vergleich zum 70-30 Weltportfolio. Sie war nur ja risikobehafteter, hat mehr Schwankungen gehabt, aber die Rendite war im Endeffekt sehr ähnlich. Wir sehen es ja auch hier am Ende, wenn man jeden Monat seit 1994 jetzt seine 1000 Dollar investiert, hat man hier in der roten Linie 50-50 Welt. Das hat sich bis zur Finanzkrise 2007, 2008 besser geschlagen, ist dann aber genauso tief eigentlich abgestürzt. Man hatte dann 198 und 217.000 Dollar Wert noch. Danach hat man sich schneller erholt. Aber so seit dem Jahr 2015 lag man dann ziemlich gleich auf und jetzt ganz am Ende hat sich die 70-30 Weltportfolio-Strategie wesentlich besser geschlagen. Hier hatten wir 1,6 Millionen Dollar Portfoliowert im Vergleich zu 1,5 Millionen Dollar und jetzt am Ende, am 31. Januar, die aktuellsten Daten, haben wir 1,44 Millionen bei der 70-30 Weltportfolio-Strategie und 1,35 bei der 50-50. Das finde ich doch sehr interessant mal zu beobachten, dass, obwohl das Risiko größer ist, die Rendite fast identisch ist und jetzt sogar ein klein bisschen besser beim 70-30 Weltportfolio. Das können wir jetzt genauso machen und vergleichen mit anderen Strategien. US-Wachstumswerte hatte ich ja hier reingeschrieben, machen wir das einfach mal. Ich habe hier schon bei Asset Nummer 6 hier US Large Cap Growth ausgewählt. Das sind also Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung, die Wachstumstitel sind, also auf Deutsch gesagt Technologieaktien sind das vor allem. Und wenn wir hier einfach mal 100% eingeben, einfach mal theoretisch, wenn man nur da rein investieren würde und jetzt wieder auf Analyze Portfolios klicken, diesen Hinweis klicken wir schnell weg. So. Und dann sehen wir hier nochmal, so logarithmische Skala weg, dass gerade die US-Wachstumswerte am Anfang deutlich besser performt haben. Ja, dann kam der Dotcom-Crash, dann sind sie ordentlich abgestürzt, mehr als 50%. Dann bis zur Finanzkrise lief es auch nicht so gut, dann sind sie auch wieder abgestürzt. Aber danach, so ab 2014, 2015, haben sie angefangen, alles outzuperformen. Ja? Und gerade hier, da hat dann Corona angefangen, Januar 2020. Hier sieht man sehr deutlich, dass wir 1,5 Millionen Wert hatten bei den US-Wachstumswerten und 1 Million beim 50-50 Weltportfolio, 1,1 Millionen bei 70-30 Welt. Und dann sind wir wirklich hochgeschossen bis auf 2,6 Millionen Euro bei den US-Wachstumswerten und 1,6 und 1,5 Millionen Dollar bei den Weltportfolios. Danach sind wir aber ebenso stark wieder gefallen und aktuell schlagen sich die US-Wachstumswerte wieder besser. Das muss aber nicht heißen, dass das die beste Portfoliostrategie ist. Wie man hier sieht, gibt es auch sehr viele Jahre, in denen es hier mehr als ein Jahrzehnt Underperformance gibt von den Wachstumswerten. Also es heißt jetzt nicht, dass man alles in US-Wachstumswerte investieren sollte. Ich finde es aber sehr interessant, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein anderes beliebtes Portfolio dazu zieht, zum Beispiel das Alvetta-Portfolio, das ist
hier schon vordefiniert von Ray Dalio. Dann können wir hier wieder auf Analyze Portfolios klicken. Und wir sehen hier wieder unsere Portfolios in der Übersicht. Hier sehen wir, dass wir vor allem US-Aktien haben, 30%. Dann haben wir langfristige Anleihen der US-Regierung. Dann haben wir Rohstoffe, Gold und dann kurzlaufende Anleihen nochmal von der US-Regierung. Und wir sehen hier, okay, Combined Annual Growth Rate ist bei den beiden hier etwas höher. Da ist es knapp darunter, aber nicht viel. Und wir sehen hier sogar, dass unsere Standardabweichung deutlich geringer ist. Also das hat Ray Dalio sozusagen sehr gut gemacht. Die Volatilität hat er rausgenommen, die Standardabweichung. Das heißt, das Portfolio schwankt einfach weniger in Krisen, auf Deutsch gesagt. Und das wird man auch hier sehr schön sehen. Wir kommen hier kurz vor der Finanzkrise rein. Und dann sehen wir hier, okay, der Zeitraum ist übrigens etwas kürzer. Das sehen wir hier oben nochmal. Da für Rohstoffe nur Daten von 2007 bis 2023 verfügbar sind und hier eben Rohstoffe mit dabei sind. Deswegen haben wir hier leider den kürzeren Zeitraum. So, wir sehen hier in der Krise sind die Weltportfolios stark gefallen, während das Allwetterportfolio sich gut geschlagen hat und quasi wie an einer Schnur gezogen hier hochgegangen ist. Und ja, sämtliche Krisen gut überstanden hat. Auch in Corona, als man hier deutlich abgefallen ist bei den Weltportfolios, gab es hier kaum etwas. Und ja, jetzt hängt man wieder etwas hinterher. Aber dafür hat man eben in den Krisen deutlich weniger Schwankungen, was auch sehr attraktiv ist, wie ich finde. Genau, und genauso kann man das jetzt vergleichen mit anderen Typen von Portfolios. Wir können hier auch einfach mal Dividendenportfolio eingeben. Und hier einfach mal ein paar andere Werte auswählen. Wir haben hier US-Aktien. Wählen wir mal US Large Cap Value aus. Wir machen hier quasi ein Weltportfolio draus. 70-30. Und hier müssen wir noch 30% hinzufügen. So, und das nennen wir mal Dividendenportfolio. Genau, das passt. Analysieren das Ganze. Und dann dürften wir wieder die Daten genau seit 1995 haben. Hier sehen wir unsere Portfolios nochmal. Und wir sehen hier sehr schön, ja, US Large Cap Value ist natürlich der größte Teil, wie es bei den meisten Dividendeninvestoren so ist. Danach haben wir dann Emerging Markets und International Value, also Dividendenaktien. Wir sehen hier sehr schön, dass das Dividendenportfolio sich auch sehr gut schlägt. 1,38 Millionen am Ende zu 1,35 und 1,44 Millionen. Combined Annual Growth Rate eigentlich fast identisch mit dem 50-50 Weltportfolio. Und tatsächlich ist der Verlust, die Standardabweichung in der Krise sehr ähnlich. Wir sehen hier 57% Verlust, 57%. Also das ist sozusagen nichts Neues. Und ja, wir sehen hier nochmal, dass es sich fast identisch entwickelt, eigentlich mit den anderen Portfolios sehr spannend zu beobachten, dass die Dividendentitel doch ja, gar nicht weniger riskant sind, als man oft vermuten könnte. Hier haben wir dann nochmal weitere Grafiken und weitere Übersichten, hier auch die Rendite pro Jahr. Wir sehen hier tatsächlich, dass das Dividendenportfolio sich sehr gut schlägt, aber am Ende, ja, knapp, oder? Ja, doch, es ist knapp über dem 50-50 Weltportfolio. Und das zeigt mir auf, um jetzt mal ganz offen und ehrlich zu sein, dass das 50-50 Weltportfolio sich bisher nicht gelohnt hat. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass die Vergangenheit auch ja, die Zukunft widerspiegelt und glaube daran, dass China langfristig genauso mit Indien und Taiwan eine Überperformance liefern kann. Und dafür baue ich mir aktuell eben dieses große Portfolio auf. Wir haben hier jetzt Werte eingegeben von $1000 Investment pro Monat, glaube ich. Ja, genau. Und ich investiere ja aktuell deutlich mehr, also ich gehe eine ziemlich große Wette darauf ein, dass China, Indien und Taiwan als größte Positionen, die etwas mehr als 60% hier darstellen, sich langfristig lohnen werden bei den Emerging Markets und ja, sie stellen knapp, was sind das dann, 27% von meinem Gesamtportfolio dar, diese drei Länder. Normalerweise würden sie so um die 13% darstellen, wenn ich es jetzt richtig berechnet habe im Kopf. Und ja, das ist meine persönliche Wette, die ich hier eingehe. Sag du mir gerne mal, wie du investierst und ob du ja die Zukunft eher bei Schwellenländern siehst
oder ganz normal bei den Industrieländern, wie das die meisten Investoren tun. Ich weiß, dass ich mit dieser Meinung ja jetzt vielleicht nicht alleine bin, aber auf jeden Fall eine Ausnahme bilde. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf den Austausch unten in den Kommentaren, wie ihr aktuell so investiert und ob ihr aufgrund dieser Zahlen eure Strategie vielleicht auch ändert. Den Link zu dieser Software, zu dieser Website habe ich dir auch unten in der Videobeschreibung gelassen. Und wenn du mit dem Investieren anfangen willst, schau dir mal dieses oder dieses Video an mit meinem Depot- und ETF-Vergleich für 2023. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.